euch zu einem neuen Video. Und wie immer bin ich froh, dass meine Kamera erst läuft, wenn ich auf den Knopf drücke und nicht vorher. Obwohl es für den einen oder anderen bestimmt interessant wäre, denn ich habe gerade ein bisschen getanzt. Ja, voll den Ohrwurm, seit Tagen habe ich den im Ohr. Ihr wahrscheinlich auch, weil ich glaube, der ist auf Platz 1 der deutschen Charts, Weltcharts, ich weiß es nicht. Happy von Pharrell Williams, kann man nur aussprechen, wenn man eine heiße Kartoffel im Mund hat. I'm so happy. Habe ich die ganze Zeit irgendwie im Kopf, kann ich nicht mitsingen. Ich finde den Text total schwierig und ich verstehe den irgendwie auch gar nicht. Aber der erinnert mich so an meine ganz kleine Kindheit. An meine Kindheit, als ich noch ganz klein war. Weil ich finde, dass der Style so von dem, also die Richtung so von dem Lied, das ist so ein bisschen 70er Jahre. 70er Jahre, ne? Also so richtig bewusst erlebt habe ich ja die 80er. Aber als ich noch viel kleiner war, da waren so Lieder so in, die so ähnlich waren. Wo die Leute immer so gemacht haben. Ne? Nicht? Okay. Ja gut. Vielleicht seht ihr das jetzt nicht so. Ich sehe es so. Auf jeden Fall habe ich das Lied die ganze Zeit im Kopf. Habe hier voll einen abgedanced gerade. I'm so happy. Am besten finde ich mal die Stelle. In a room without a roof. Roof. Oder so. Ich habe noch gar nicht gegoogelt nach dem Text. Wer weiß, was ich da gerade singe. Und ob das überhaupt so, ob ich das so richtig verstanden habe. Aber ist egal. Wir wollen jetzt mal zur Ernsthaftigkeit zurückkommen. Jetzt auch noch ein Haar im Mund. Und zwar ist sie endlich da, die neue Cossi-Box. Die Cossi-Frühlingsbox ist da. Heute habe ich alle Pakete, beziehungsweise ich habe das Paket heute bekommen. Mit den ganzen Sachen, die da so drin sein müssen. Also noch zusätzliche Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte und so. Und ich habe da ja echt schon richtig auf heißen Kohlen gesessen, dass dieses Paket endlich bei mir ankommt, damit ich das Video drehen kann und damit es dann auch pünktlich ab Freitag, den 28. Februar online gehen kann. Und ab da könnt ihr die Cossi-Box kaufen. Ich mache es ein bisschen spannend. Ich zeige vorher erst ein paar andere Sachen und dann zeige ich die Cossi-Box. Und wer dann noch Lust hat zuzugucken, kann so lange dranbleiben, bis ich auch den Inhalt der Cossi-Box erzähle oder zeige. Damit bin ich auch beim letzten Mal mit der Herbstbox ganz gut gefahren. Da habe ich das ja auch so gemacht. Ne? Die Leute konnten dann oder ihr konntet selber entscheiden, guckt ihr euch jetzt an, was da drin ist oder lasst ihr euch überraschen und so. Und ja, so wird auch der Ablauf dieses Videos sein. Ich zeige euch jetzt erst aber mal andere Sachen. Die es jetzt beim Teewicht auch gibt. Ich zeige euch natürlich nicht alles, was neu ist, sondern die Sachen, die ich total klasse finde, über die ich mich jetzt auch wahnsinnig freue, weil die stehen hier alle und die gehören alle mir jetzt. So. Und das sind einfach tolle Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte. Und weil ich ja so Mainstream bin, kann es sein, dass euch die Sachen dann genauso gefallen. Ich fange mal an mit etwas älteren Dosen. Die habe ich auch, glaube ich, schon mal bei Facebook und so verlinkt. Die habe ich schon ein bisschen länger hier stehen. Das sehe ich nämlich auch daran, weil ich hier zum Beispiel noch Bratapfel-Mandeltee drin habe. Frau Holle-Tee. Das ist so eine Dose, die sieht auf den ersten Blick weiß aus, aber das ist so ein ganz, ganz, ganz helles Flieder. Und die ist matt. Und die gibt es auch noch in rosa. Und da habe ich hier einen Tee drin, der auch in der Cossi-Box drin ist. Ach nee, gar nicht, war eine andere Variante habe ich darin. Soll ich das sagen? Na, ist auch egal. Ja, oder? Doch. Also es ist ein Kakaotee. In der Cossi-Box wird auch ein Kakaotee sein. Ich sage euch aber noch nicht, welcher. Und das Coole finde ich hier, ich weiß auch gar nicht, ob das so sein muss oder nicht. Ich habe immer dieses Ding hier auch noch drin gelassen. Vielleicht ist es so, dass das Aroma noch so ein bisschen länger aufbewahrt wird. Obwohl man riecht es. Man riecht sogar durch dieses Ding, dass hier richtiger leckerer Kakaotee drin ist. So sehen die Dosen aus. Ich glaube, das ist so eine 50 Milligramm Geschichte. Und ich mache das übrigens immer so, dass ich mir die Etiketten einfach vom Teewicht so ausschneide und da drunter klebe. Entweder da drunter oder aber auch in den Deckel, so je nachdem, wie ich da gerade so Spaß dran habe. Und die finde ich sehr schön und man kann die auch stapeln und dann sehen die so aus und die sehen total klasse aus im Bücherregal, wollte ich gerade sagen, im Teeregal. Ich habe mir übrigens extra ein neues Teeregal jetzt an die Wand geklöppelt. Ich hatte da vorher so Glasregale, die waren einfach zu klein für meine ganzen Dosen und so. Und da habe ich mir jetzt neue dran gemacht aus Holz und die sind richtig schön groß und da passt jede Menge drauf. Dann gibt es auch schon seit längerer Zeit, das war so eine Valentinstagsgeschichte, also so in dem Paket, glaube ich, gibt es das jetzt nicht mehr, aber die Tasse gibt es noch. Es gibt jetzt eine Teewicht-Tasse, die sieht vorne so aus, da ist der Teewicht drauf, mein Patenkind sozusagen, der gehört ja jetzt mittlerweile schon so zu meinem Leben dazu. Hinten sind Herzchen und hier innen drin steht Rosa verliebt in dich. Und passend dazu gibt es ja diesen Rosa verliebt Tee, der Tee zum Buch, den habe ich ja auch schon mal
gezeigt. Das war so ein Set, das konnte man zum Valentinstag kaufen, aber so einzeln müsstet ihr die Sachen natürlich auch noch bekommen, den Tee sowieso, aber die Tasse auch. So, dann, ich habe immer so ein Problem mit der Reihenfolge. Ich will immer das Schönste zum Schluss zeigen und da kann ich mich immer nicht entscheiden, weil alles so schön ist. So, dann war der Teeweg neulich auf einer Messe. Ich weiß nicht wo, ich glaube in Frankfurt oder so. Und dann hat der Teeweg mir auch Fotos geschickt. Ich habe ja vorher auch schon für die Cossi-Box so Fotos bekommen, ne? So hier, die und die Boxen gibt es im Moment und such da mal die raus, die dir am besten gefällt und so. Und dann hatte der Teeweg mir ein Foto geschickt und hat gesagt, guck mal hier, ich habe mich sofort voll in diese Dosen verliebt. Und dann habe ich gesagt, ich habe mich auch verliebt. Weil, ihr wisst das wahrscheinlich, ich liebe Sterne. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal so erzählt. Ich hatte ja auch mal so ein Wandtattoo hier mit so einem Stern. Und im Schlafzimmer habe ich ein Wandtattoo mit Sternen und so. Und ich finde Sterne einfach toll. Ich zeige euch mal eben hier. Eine ganz nette Zuschauerin von mir hat mir dieses Bild hier geschickt. Ach, guck mal, jetzt könnt ihr auch sehen. Heute, was Mittwoch, 26. Februar, 14 Uhr, hier, Converse, Chucks, ne? Auch, liebe ich ja so wegen des Sterns da auch, habe ich jetzt hier als Sperrbild. Stehen Sie das nicht schön aus und dann im Pink? Voll schön. So. Und also auf jeden Fall liebe ich Sterne. Und dann hat der Teeweg mir da so ein Foto geschickt. Und da waren Teedosen mit Sternen drauf. Und zwar sehen die so aus. Ich zeige euch die mal so der Reihe nach. Die gibt es einmal in Rot. Dann der Deckel, den könnt ihr nicht ganz abmachen, sondern den könnt ihr so aufklappen. Passen dann auch 50 Milligramm rein. In Rot, in Hellblau und in so einem Taupe, würde ich sagen. Ne? So ein ganz toller, heller, brauner Taupe-Ton. Die kann man nicht stapeln, wie ich gerade feststelle. Das ist eine wackelige Angelegenheit. Und ich habe ganz oft bei mir im Regal Teedosen stehen, dann stelle ich die so übereinander. Aber das ist wirklich manchmal dann, wenn man daneben eine Dose rausnehmen will, dann kann das schon mal passieren, dass dann diese gestapelten Dinger da irgendwie runterfallen. Und deswegen war ich total fasziniert, als ich gesehen habe, es gibt jetzt richtige Stapeldosen. Ich habe die vorher noch nie gesehen und finde die einfach total klasse. Die haben jetzt in diesem Fall das gleiche Design wie die Dosen, die ich euch gerade gezeigt habe. Und zwar sieht es so aus. Das ist cool, oder? Das sind drei Dosen, die allerdings nur ganz oben einen Deckel haben. Und hier unten ist auch immer das so ausgebuchtet, sag ich mal, dass es auch wirklich dicht ist. Ne? Könnt ihr dann so aufmachen. Und hier oben ist dann halt der richtige Deckel drauf. Könnte natürlich, warte mal, kann man jetzt auch so machen. Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Ach so, das ist schon so eine gewisse Reihenfolge. Okay, man könnte das höchstens so. Okay, also das untere ist immer das rote. Und oben ist immer der rote Deckel drauf. So, und das fand ich richtig, richtig klasse. Und ich habe die Dose angesehen und habe gesagt, boah, ey, die müsst ihr unbedingt in den Shop aufnehmen. Ich finde die richtig, richtig kostilistisch. Total klasse. So, und dann habe ich mir dieses Foto genauer angeguckt. Und im Hintergrund habe ich dann noch andere Dosen gesehen. Und habe ich gesagt, könnt ihr mir die vielleicht auch nochmal fotografieren, dass ich mir die mal richtig angucke. Weil die, so von Weitem gesehen, sahen die schon total klasse aus. Und der Meinung bin ich jetzt auch immer noch, wo ich sie jetzt live sehe. Das sind auch Stapeldosen, die sind aber dann nicht viereckig, sondern rund. Und die sehen so aus. Ich kann euch jetzt gerade die Namen nicht sagen, weil ich mir die nicht aufgeschrieben habe. Aber ich werde ja sowieso den Shop unterm Video verlinken. Und da müsst ihr mal gucken, bei den Neuheiten sind die Dosen dann oder unter der Rubrik Dosen oder so, sind die da auch drin. Ja, hier weiß ich nicht. Bei der anderen weiß ich, wie die heißen, nämlich Kind Regards. Wegen der Grüße, ne? Da sind so Briefumschläge auch noch so drauf und die sehen halt so aus, mit Herzchen und Blumen und ich finde die beide total schön auch nebeneinander, weil die so vom Style her ja sich sehr ähneln. Ich habe mich da echt total drin verliebt und ich finde, die sind super frühlingshaft. Also die hier, das sind so Dosen, finde ich jetzt so für immer und die erinnern mich auch wieder so an diesen, ich sage ja dann immer, dänisches Bettenlager-Style, ne? Das ist so mehr so cool und das ist so ein bisschen mehr so schön romantisch. Ne? Und die könnt ihr dann auch wieder genauso hier so, ne? Könnt ihr dann und da kann man dann, könnte man rein theoretisch das Muster auch so ganz durcheinander machen. Was man wahrscheinlich eh macht, wenn man da nicht so drauf achtet. Wenn man die wieder zumacht, dann könnten die Blumen auch schon mal komisch aussehen. Könnte man dann auch so machen, wenn man so auf abstrakte Kunst oder so steht. Auf jeden Fall finde ich die richtig, richtig, richtig klasse. Ja, also da passen immer, also nee, anders, es kommt ja immer darauf an, weil das werde ich nämlich auch oft gefragt, Kosti, wie viel Tee passt immer in so eine Dose? Es kommt natürlich immer darauf an, wie das Volumen des Tees ist. Wenn ihr so einen Rooibos-Tee habt zum Beispiel
und habe da 50 Gramm von. Und dann nimmt man 50 Gramm Früchtetee, der ja total grob ist. Dann ist natürlich das Volumen von dem Früchtetee viel, viel größer als eben das Volumen des Räuberstees oder schwarzer Tee. Der ist ja auch sehr klein geraspelt so. Und deswegen kommt es natürlich immer drauf an. Also wenn ich mir jetzt hier so eine Dose nehme und ich habe jetzt so eine 50 Gramm Packung, sagen wir mal so, und das passt dann vielleicht nicht ganz rein, weil es ein grober Früchtetee ist, dann lasse ich den Rest halt einfach in der Tüte und packe das erst dann da rein, wenn die Dose wieder ein bisschen leerer ist. Aber da kann man ja so variieren. Und ich glaube, das muss ich euch gar nicht erklären. Das wisst ihr bestimmt auch so. So, dann fand ich auch richtig, richtig süß, wenn man mal so irgendwie auf den Geburtstag geht oder so und man braucht noch zusätzlich vielleicht zum Geschenk so eine Kleinigkeit und der oder die Beschenkte ist vielleicht Tee-Fan, dann gibt es auch jetzt eine Geburtstagsteebox vom Teewicht. Die Sorten, die da drin sind, sind Dschungelblüte, Rötgröt, das ist ein Früchtetee, Karamell ist ein Räuberstee, Windstille ist ein Kräutertee, Vanille Schwarztee und Karamell Englisch. Und das sind Pyramidenbeutel. Ich mache das jetzt mal für euch auf. Ich hatte die nämlich jetzt noch nicht geöffnet. Und da hatte mir neulich mal eine Freundin gesagt, ja, aber bei Pyramidenbeutel, da finde ich das immer, wenn man einem Teeliebhaber Pyramidenbeutel schenkt, der trinkt doch bestimmt lieber losen Tee. Und da habe ich gesagt, ja sicher, aber, ach so, habe ich denn irgendwo jetzt hier, warte mal, oder? Ist auch egal, ich mache euch mal, also die sind immer noch mal einzeln verpackt. Ich mache euch das jetzt echt mal auf und zeige euch mal, wie so eine Pyramide aussieht. Ups. So sieht ein Pyramidenbeutel aus. Und da drin ist jetzt nicht so ein Tee wie der, den ihr so von Teekanne oder keine Ahnung wo kriegt, der ist ja dann richtig gehäckselt, sondern das ist dann wirklich der Tee, den ihr so auch beim Teewicht bekommt. Nur, dass der hier jetzt einzeln verpackt ist in so einem Beutel. Das heißt, es ist durchaus auch was für Teeliebhaber. Ich finde es super praktisch, wenn es schnell gehen muss und wenn ich halt keine Lust habe, mir da den Tee extra umzufüllen, ne, in Beutel und so alles und so, dann oder eben fürs Büro oder so, dann nimmt man einfach mal hier so einen Pyramidenbeutel. Und ich finde die halt total klasse. Und wie gesagt, wenn man die verschenkt zum Geburtstag, diese Box, ich finde das auch eine total schöne Farbe, dann ist das schön. Aber man kann es natürlich auch selber trinken, so wie ich jetzt in dem Fall. Weil jetzt habe ich sie auch schon geöffnet, das kann ich sie gar nicht mehr verlenken. Aber ich mag ja auch die Sorten, die da so drin sind. Von daher, ja, gibt es das auch? Ich gucke jetzt mal, nee, ich habe jetzt echt nur noch Sachen, die die Cossi-Box betreffen. Ja, dann legen wir mal los. Also, als erstes zeige ich euch mal die Box. Und auch da muss ich jetzt dazu sagen, es fiel mir richtig schwer. Also es fällt mir auch immer schwer, den Tee dann auszusuchen, weil, das habe ich mal in einem Blubber-Blabber-Vlog erzählt, es ist ja so, ich trinke die Tees dann und dann mache ich da wirklich so Sternchen immer hinten dran, was mir jetzt total gut gefällt oder was mir so mittel gefällt oder so. Und dann hinterher 10 oder in diesem Fall 13 Sorten auszuwählen, das ist richtig, richtig schwer, weil ich würde am liebsten 100 Sorten in so eine Cossi-Box backen, aber das geht ja nun mal nicht. Und genauso oder so in der Art ist es ja auch mit den Boxen, wenn ich die dann so sehe. Meistens ist es eigentlich so, dass mein erster Eindruck mich schon so in die richtige Richtung wirft. Also ich gucke mir so die Boxen an, ich überfliege so die ganzen Bilder und sage, ah, Moment, stopp, die ist gut. Und so war es jetzt auch bei dieser Box, weil gerade Frühling und so, finde ich, das muss natürlich ein bisschen was Fröhlicheres sein. Und da habe ich mich jetzt für so eine Dose entschieden, wo jetzt hoffentlich ganz viele Zuschauerinnen sagen, oh, die ist voll schön. Weil das ist ja so gerade im Moment so dieser Style eigentlich auch, der total in ist. Ja, da sind Cupcakes drauf. Und oben hat die Dose noch so einen runden Plümmel. Und das Witzige ist nämlich, wenn man da zwei Dosen von nimmt, zufällig habe ich hier jetzt gerade noch eine zweite, dann ist da unten in der Dose ein Loch drin und die könnt ihr dann so stapeln. Also wenn ihr jetzt wirklich, also es gibt ja Leute, die kaufen zum Beispiel schwarzen Tee ohne Aroma oder so. Oder ihr habt irgendeinen Lieblingstee, wo ihr echt so ein Kilo Tee kauft, wo ihr dann gar nicht wisst, so ein Kilo, ja, wo packe ich denn das so hin? Oder zwei oder wie auch immer, ne? Dann könnte man das, den Tee lose dann halt hier in diese Dosen machen und die dann noch übereinander stellen. Das ist der Hammer, ne? Oder? Fand ich irgendwie total witzig. Und ja, so sieht die aus. Das ist also die Cossi-Box. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch den Inhalt. Und wer sich das nicht angucken möchte, dann machen wir nachher mal so ein Zeichen. Dann mache ich so. Dann habe ich alle Inhalte so erklärt und dann könnt ihr wieder dazuschalten. Dann müsst ihr da so ein bisschen weiter spulen.
So, in der Cossi-Box diesmal sind 10 Proben à 10 Gramm. Wie die Proben aussehen, wisst ihr ja mittlerweile. Aber ich zeige euch trotzdem natürlich die ganzen Sorten. Ich greife jetzt mal selber wahllos hier rein. Also das waren die ganzen Sorten, die mir von den, also wirklich bestimmt 100 Sorten, die ich probiert habe, oder so echt am besten geschmeckt haben. Achso, nee, ich muss das doch noch ein bisschen anders sortieren. Denn es ist ja so, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem anderen Video erzählt. Ich habe im letzten Jahr echt über den Tellerrand geschaut. Oder über den Teetassenrand, wenn man es genau nimmt. Denn ich hatte ja angefangen letztes Jahr, auch mit diesen Tee-Videos überhaupt, da habe ich auch gesagt, ich trinke nur Früchtetee, Rotbuschtee, Kräutertee. Und das war auch so zig Jahre lang, weil, das habe ich euch auch schon mal erzählt, weil es so ist, dass ich irgendwann vor 100 Jahren mal schwarzen Tee getrunken habe und das Gefühl hatte, boah, ich kriege da voll Herzrasen von. Und da ich eh so ein Mensch bin, der eigentlich Beruhigungstabletten nehmen müsste. Also ich bin sehr unruhig und hibbelig und so. Kommt natürlich so Herzrasen gar nicht gut. Und dann habe ich ja nie wieder schwarzen Tee getrunken. So, dann habe ich ja die ganze Zeit also vor allem Früchtetee gesüppelt vom Teeweg. Aber irgendwann hat man natürlich alle Sorten und vor allem alle Früchte ja durch. Und dann, das habe ich ja auch schon mal in einem Video erzählt, gab es von dem Buch Mondschnecke von der Anna Koschka einen Tee. Den hat sie zusammen mit dem Teewicht so ausgesucht. Und das war ein schwarzer Tee mit Orangenkeksgeschmack, glaube ich, war das. Und diese Teeprobe habe ich auch zugeschickt bekommen. Und da habe ich gedacht, okay, ich probiere es mal. Ne? Mehr als Herzrasen kann ich nicht kriegen. Ich werde schon nicht tot umfallen oder hyperventilieren oder so. Ich probiere es mal aus. Und dann habe ich den Tee getrunken und habe dann wirklich so... So, man achtet dann so auf sich, ne, guckt so auf die ganzen Symptome. Was passiert jetzt hier mit meinem Körper? Und da passierte gar nichts. Alles war voll normal. Dann habe ich am nächsten Tag nochmal diesen schwarzen Tee getrunken und da ist auch nichts passiert. Und dann habe ich dem Teewicht gesagt, boah, weißt du was, schick mir mal verschiedene Schwarzteesorten. Der Teewicht konnte es natürlich gar nicht glauben. Und dann habe ich gesagt, und Grüntee. Weil, immer hier so Running Gag schon, ich habe ja meine Ernährung umgestellt. Und ich habe halt gehört, so Grüntee soll sehr dabei unterstützen, so mit Entwässern und so. Und Grüntee soll generell irgendwie gesund sein. Und habe ich ja vorher auch nicht so gerne getrunken. Und dann war es ja eine Zeit lang so, dann habe ich mal vom Teewicht Grüntee geschickt bekommen, wo immer so ein bisschen Minzgeschmack mit drin war, weil ich dann diesen Grünteegeschmack nicht mehr so rausgeschmeckt habe. Dieses doch so leicht herbe irgendwie. Und irgendwann bin ich aber auch auf andere Grünteesorten gekommen. Und ich glaube, das war irgendwie so eine Gewohnheitssache nur. Je öfter ich dann Grüntee getrunken habe, desto lieber mochte ich den. Und ihr werdet es jetzt kaum glauben, es gibt Tage, an denen trinke ich nur schwarzen und grünen Tee. Dann trinke ich so, also schwarzen Tee trinke ich meistens bis mittags, also weil ich mir dann auch immer einrede, wenn ich nachmittags oder vor allem abends noch schwarzen Tee trinke, oh Gott, dann kann ich ja überhaupt nicht schlafen. Und ist wahrscheinlich auch nur so eine Einredungssache, aber auf jeden Fall ist es so, dass ich halt morgens ganz, ganz oft nur schwarzen Tee trinke und ab mittags nur noch Grüntee. Ich habe einen absoluten Lieblingsgrüntee, den zeige ich euch auch und der ist natürlich auch in der Cossi-Box. Und den trinke ich im Moment, den könnte ich literweise trinken. Ja gut, aber ich trinke da meistens so, ich sag mal, 1 Liter Schwarztee, 1 Liter Grüntee und zwischendurch noch Wasser und so, damit ich auf meine 2-3 Liter Flüssigkeit komme. Und da ich ja jetzt so ein breites Spektrum an Tee praktisch bediene, habe ich gesagt, jetzt möchte ich auch alles in die Cossi-Box haben. Denn das Witzige ist ja, dass natürlich ganz viele Schwarzteetrinker oder Grünteetrinker auch gefragt haben, Cossi, kannst du nicht mal Grüntee oder Schwarztee mit in die Cossi-Box bringen? Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber ich mag den ja nicht. Und in die Cossi-Box kommen wirklich nur Sachen, von denen ich hundertprozentig überzeugt bin. Und ich kann euch da nicht einen Grüntee reinschmeißen und ich trinke den selber nicht und sage, oh, voll lecker oder so. Es geht nicht. So. Und jetzt habe ich aber in den letzten Monaten ja vor allem Schwarztee und Grüntee getrunken. Und deswegen kann ich euch jetzt sagen, von den 10 Sorten habe ich jetzt 5 Grundteesorten bedient. Es gibt 2-mal Früchtetee, 2-mal Grüntee, 2-mal schwarzen Tee, 2-mal Kräutertee, 2-mal Räuberstee. Da ist erstmal für euch alle was dabei. Und die Sorten, die ihr nicht mögt, zum Beispiel die Proben, wenn ihr sagt, nee, Früchtetee ist gar nicht meins, aber die anderen 8 Sorten finde ich alle total geil oder so, könnt ihr ja diese Proben auch super verschenken an Freunde, ne? Also weil man die ja einfach so, weil es so schön aussieht, ne? Ja, so, und deswegen fangen wir jetzt mal an mit den beiden Früchteteesorten. Da habe ich mich einmal entschieden für Cranberry-Eierpunsch. Das sieht so aus, da seht ihr auch, dass da auch wieder richtige große Stücke drin sind, Cranberries.
Und ist natürlich Geschmackssache, nicht jeder mag Kokosnuss. Ich liebe Kokosnuss in allen Varianten, auch als Duschgel und so. Ich liebe das total. Sweet Coconut Dream, mild, cremig, exotischer Geschmack. Ah, nee, so, so sieht der aus. Da sieht man auch richtig diese Kokosraspeln da so drin. So, warte mal, ich muss jetzt immer mal die beiden Sorten rausholen. Dann habe ich als Räubusch-Tee habe ich orange Kaktusfeige. Der sieht so aus. Mit so einer Probe Räubusch-Tee kommt ihr natürlich auch richtig weit, ne? Also ich nehme immer, genau, da werde ich nämlich auch mal nachgefragt. Ich komme jetzt schon wieder von Hölzgen auf Stöcksgen. Wie ich das immer so mache, wie viel Tee ich immer so nehme und so. Also ich mache es erstmal, es ist geschmacksabhängig. Manche mögen Tee sehr stark, manche sehr mild. Ich mache immer irgendwie. Also hier Räubusch-Tee, wenn ich jetzt eine normale Tasse nehme, also so einen etwas größeren Pott, so 300 Milliliter, mache ich so anderthalb Teelöffel oder vielleicht einen gehäuften Teelöffel. Dann könnt ihr euch ausrechnen, also da sind schon so einige Tassen, ne, die man davon kriegt. Früchtetee ist ja wieder, das meinte ich vorhin mit dem Volumen. Es ist gewichtsmäßig das gleiche drin, aber es ist natürlich, ne, vom Volumen her ist natürlich der Früchtetee weniger. Da kriegt ihr nicht so viele Tassen raus wie beim Räubusch-Tee oder wie beim schwarzen Tee. Ja, und dann auf 100 Grad, oh, also zumindest Räubusch-Tee, Kräutertee und Früchtetee immer, ne, und schwarzen Tee auf 100 Grad. Den schwarzen Tee nur 3 Minuten, mache ich immer. Manche machen den nur 1 Minute. Also es kommt immer darauf an, ihr müsst das echt austesten. Und diese anderen Sorten immer 8 Minuten. Und den Grüntee müsst ihr auf 80 Grad abkühlen lassen. Ich habe jetzt da auch kein Thermometer bei mir, aber so 5, 6, 7 Minuten lasse ich das Wasser immer dann stehen noch. Und koche den auch 3 Minuten auf. Orange Kaktusfeige. Oh, das riecht das so. Oh. Hier, und dann habe ich Waldmeister Vanille genommen. Und der schmeckt... Wie kennt ihr diese Doppeldecker-Puddings? Oder das ist so wie Götterspeise, aber in cremig irgendwie. Die unten grün sind und oben Vanille drauf haben. Und so schmeckt der leicht. Also ihr müsst nicht vor euch vorstellen, dass das jetzt so voll der Bam-Waldmeister-Geschmack ist. Das schmeckt so leicht. Und vor allem, wenn ihr den getrunken habt, so der Nachgeschmack ist so, als wenn ihr so einen Pudding gegessen hättet. Hat mich da total dran erinnert. Und Waldmeister, wisst ihr ja, habe ich ja auch vor ziemlich einem Jahr auch schon mal getrunken. Das war so ziemlich, glaube ich, der erste Tee auch, den ich beim Teewicht überhaupt probiert habe. Also jetzt nicht dieser Waldmeister Vanille, sondern das war so ein reiner Waldmeister-Tee letztes Jahr. Grüner Tee, da habe ich mich als erstes für einen entschieden, der auch Minze mit drin hat. Und zwar ist das Holunder-Minze und der sieht so aus. So. Vom Volumen her würde ich sagen, ist das so eine Mischung aus Rotbusch und Schwarztee. Sagt jetzt mal so die Laien hier. Und wieder Kokos nochmal, aber mit Mandarine zusammen. Mandarine, Kokos. So sieht der aus. Richtig so ein schönes Stückchen Mandarine da vorne drin. Was machen wir denn? Dann machen wir erstmal den Kräutertee. Genau, diese Kräutertees, die Bambustees finde ich auch immer sehr lecker. Da habe ich mich für Pink Grapefruit entschieden. Schmeckt total gut. Also ob ihr jetzt diese Tees süßt oder nicht, ist euch natürlich auch überlassen. Ne? Werde ich auch oft gefragt. Kossi, machst du da Zucker rein oder so? Ja, manchmal mache ich Süßstoff rein, obwohl Süßstoff nicht gut ist. Das stimmt. Manchmal mache ich auch Zucker rein. Ich habe auch mal so einen Kleck Sahne reingemacht, weil der Teewicht gesagt hat, der liebt den mit Sahne. Also gerade schwarzer Tee mit Sahne und so habe ich auch mal gemacht. Fand ich auch wirklich sehr lecker. Ist es mir aber nicht wert, so von den Kalorien her. Und da bin ich im Moment halt so ein bisschen pingelig irgendwie. So, und dann, apropos Kalorien, habe ich mich dann noch für diesen Tee entschieden. Der heißt Traumfigur. Traumfigur, mein Gott. Und da ist drin Krause-Minze Lemon-Geschmack. Und zwar ist da Nana-Minze drin. Nana-Minze habe ich früher immer pur auch ganz, ganz oft getrunken. Ich liebe ja Pfefferminztee sowieso. Und ja, Traumfigur, ne? Komme ich zwar in meinem ganzen Leben nicht mehr hin, aber finde ich halt trotzdem total lecker. So, und dann kommen wir zum schwarzen Tee. Da habe ich einmal Orange Schoko genommen. Und der schmeckt, also meine erste Assoziation, als ich den getrunken habe, war echt, boah, diese Jaffa-Kekse, diese... Die unten so, das ist so Keks, der ist aber so mehr so weich und dann kommt so eine Orangen-Gelee-Schicht und dann mit Schokolade umzogen. Und ich hasse eigentlich so Gelee irgendwo drin. Aber in den Keksen schmeckt das einfach total lecker. Ich habe die jetzt zwar schon zig Jahre nicht mehr gegessen, aber als ich den Tee getrunken habe, habe ich sofort so, echt mein erstes Bild im Kopf war, ey, der schmeckt voll wie diese Orangenkekse. Und Coco Nero, der hat einen Tropenfruchtgeschmack und den habe ich auch schon literweise getrunken. Der hat auch noch so ein bisschen, finde ich, so ein leicht
Karamell, obwohl das da eigentlich, da steht Schwarztee, Ananas, Amaretini, wahrscheinlich, ja, durch diese Amaretinis, die da drin sind, hat das so einen leichten, ja, so einen Gebäckgeschmack irgendwie auch noch. Und Aprikosenkerne, süße Mandeln, Kokos, ach, einfach total lecker. Also den habe ich wirklich schon literweise mittlerweile getrunken. Ja, das sind die ganzen Proben, die da so drin sind. Packe ich mal schnell wieder hier rein. Freue ich mich schon drauf, dass ich die alle nochmal trinken kann. Ich habe die ja schon alle einmal getrunken zum Testen. So, und dann habe ich gesagt, da müssen wir aber auch diesmal wieder etwas größere Pakete noch zusätzlich reinmachen. Und zwar von den Tees, wo ich jetzt wirklich sage, da reicht keine Probe, den müsst ihr gleich literweise trinken. Und da habe ich mich auch für drei Basiskomponenten, drei verschiedene, entschieden. Und zwar einmal Kräutertee, einmal schwarzer Tee und einmal grüner Tee. Und ich fange mal an mit dem Kräutertee. Also beziehungsweise der läuft unter Kräutertee. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das ist dieser Kakaotee, von dem ich euch erzählt habe. Da möchte ich euch am liebsten jetzt so schnuppern lassen, aber das geht ja nicht. Also der heißt Kakaotee Schoko Cream natürlich. So sieht der aus. Leider gibt es diese 50 Gramm Packung nicht in Pink. Der Teewicht hat ja auch mittlerweile pinkfarbene und lilafarbene Packungen, aber die gibt es nur in 100 Gramm Größe. Ich finde das total schade. Habe auch schon mit dem Teewicht geschimpft und habe gesagt, warum gibt es die nicht auch in Pink? Und hat er gesagt, das liegt an den Herstellern und die stellen leider im Moment keine in Pink her und das ist voll schade. Ich hätte so gerne drei pinkfarbene Tüten in der Cossi-Box gehabt, aber okay. Was nicht geht, geht nicht. Auf jeden Fall sind das 50 Gramm Kakaotee, Schokocreme natürlich, habe ich gerade schon mal gesagt. Ich zeige euch den jetzt auch nochmal. Und echt, ihr müsstet den riechen können. Ja, kann man jetzt wahrscheinlich eh nicht so sehen, weil die Tüte so lang ist. So sieht der aus und der riecht wie Schokolade. Ihr kennt das bestimmt, ich habe auch schon ganz oft in meinem Leben mal so Kakaotees oder Schokotees oder so probiert. Und nie hat irgendwie so ein Kakao wirklich nach Schokolade geschmeckt. Eigentlich schmecken die dann mehr so wie wahrscheinlich Kakaobohnen schmecken. Oder wenn man so reinen Kakao nimmt, der jetzt nicht für Milch ist, sondern zum Beispiel der zum Backen, der schmeckt ja auch nicht wirklich so schokoladig, sondern mehr so nach Kakaobohnen. Aber dieser Tee, ich schwöre, bei allem, was ich habe, schmeckt nach Schokolade. Und ja, den habe ich ja, wie gesagt, in irgendeiner anderen kleinen Teedose habe ich den ja noch drin mit... Achso, hier war das, ne? Hier habe ich den nochmal mit Vanille-Schoko. Ach, hier könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Oder? Na, kann man jetzt nicht. Also man sieht schon, dass da richtig so Schokolade auch mit drin ist. Und dann gibt es den noch in der Variante Chai, aber den habe ich noch nicht probiert. Warum eigentlich nicht? Lieber Teewicht, warum habe ich den noch nicht probiert? Den hast du mir noch nicht geschickt. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall schmeckt der richtig, richtig schokoladig. Wirklich, das ist so, als wenn ihr so ein Nesquik-Kakaopulver mit Wasser anrührt. Wenn ihr da natürlich noch einen Schuss richtige Milch reinmacht, dann denkt ihr, ihr trinkt Kakao. Wirklich. Viele von euch haben sich den ja inzwischen auch schon gekauft, weil ich bei Facebook schon ein paar Mal gesagt habe, boah, der ist so, so geil. Und natürlich war klar, dass ich den auf jeden Fall in der Cossi-Box haben möchte. So, 50 Gramm. Dann, ja, ich kann mich entscheiden, welchen zeige ich jetzt zuerst, welchen nicht. Dann zeige ich euch, ja gut, noch einen anderen. Der auch schokoladig ist, das ist ein schwarzer Tee, aber der ist eben nicht so schokoladig, sondern der heißt erstmal Schokotraum, Schaumkussgeschmack. Ja, ich kann euch, wenn ich das hier zeige, seht ihr einfach nur, dass es schwarzer Tee ist. Schaumkussgeschmack. Und da ist es so, den habe ich getrunken und dann habe ich so hinterher immer so... Schmeckt wie Schaumküsse. Andere Wörter darf man ja gar nicht mehr sagen. Ist ja alles irgendwie jetzt verboten und so. Und Schaumküsse. Wenn ihr gerade so einen richtigen Dickmanns zum Beispiel gegessen habt und so im Nachhinein noch diesen Nachgeschmack davon habt, so schmeckt dieser Tee. Und ich glaube, das war sogar der, den ich dann mit Sahne probiert habe, wo ich echt dachte, oh, ich kippe aus Salat schon echt. Also wie gesagt, der ist nicht ganz so schokoladig, sondern mehr so... Ja, wie ein Dickmanns. Der schmeckt ja auch nicht überwiegend nach Schokolade, sondern mehr nach diesem weißen Zeug da innen drin. Und so schmeckt halt dieser Tee. Und den fand ich göttlich und deswegen 50 Gramm davon auch da drin. So, und jetzt kommen wir zu dem absoluten Oberhammer. Das ist ein grüner Tee. Und da möchte ich jetzt auch was zu erzählen. Die anderen, die spulen immer noch, ne? Soll ich jetzt schon mal sagen, ihr könnt schon wieder einschalten? Ja. Habe ich jetzt so gemacht? Ne, was habe ich denn gesagt? Was habe ich jetzt gesagt? So, ihr könnt wieder dazuschalten. Ach, vielleicht guckt ihr euch einfach das Video ja sowieso von Anfang bis Ende an. So, pass auf, dann habe ich einen Grüntee.
Die 8 Schätze des Shaolin. Das ist ein grüner Tee mit Erdbeer-Ananas-Geschmack. Da sind auch 50 Gramm von drin. So sieht die Tüte aus. Der Tee selber, den zeige ich euch jetzt auch mal, den habe ich auch schon literweise getrunken. Den habe ich jetzt hier in so einer anderen Dose, die ist schon ein bisschen älter, kann sein, dass es die beim Teewicht noch gibt. So sieht der aus. So. Und ich habe mir das extra aufgeschrieben, habe ein bisschen im Internet recherchiert, weil in diesem Tee, wenn er jetzt so zu euch kommt, kann es passieren, dass ihr etwas in dem Tee findet, das zwar auch erstmal so aussieht, aber dann seht ihr vielleicht irgendwas drin und sagt, was ist das denn? Und dann fummelt ihr da mit den Fingern drin rum und dann seht ihr auf einmal so ein Teil. So sieht das aus. Das ist so gepresst und ihr werdet denken, das gehört da nicht rein. Aber es gehört da rein. Beziehungsweise, wenn ihr Glück habt, gehört es da rein. Denn das nennt sich Mini-Tuo-Tee. Das ist Pu-Er-Tee. Und Pu-Er-Tee ist für mich immer so, er nun wieder. So merke ich mir immer Pu-Er-Tee. Weil Pu-Er-Tee schmeckt mir überhaupt nicht. Also das ist so, ich finde, das ist wie Kuhdung. Oder so Mist oder Heu auf dem Bauernhof. Oder so ganz irgendwie, so heuig irgendwie, so ganz ekelhaft. Da habe ich ja zum Beispiel einmal im Jahr, oh, das muss ich jetzt demnächst auch wieder machen, mache ich ja bei von Shuyao mal diese Detox-Geschichte, dass ich einen Monat lang da so meinen Körper entgifte und da ist auch immer dieser Pu-Er-Tee dabei. Ich trinke den dann, weil ich immer denke, bei jedem Schluck gesund, 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 aber der schmeckt mir überhaupt nicht. So, und diese Dinger hier, die sind aus diesem Pu-Er-Tee, allerdings sind die ganz, ganz mild. Also die schmecken überhaupt nicht so. Und jetzt denkt ihr ja, isst man die dann? Nee, die könnt ihr entweder mit dem grünen Tee zusammen aufkochen oder alleine, dann nehmt ihr einen halben Liter Wasser, 80 Grad Wasser, weil das ist ja auch Grüntee, und dann lasst ihr das 2 bis 3 Minuten ziehen. Und ihr könnt dieses Ding auch ruhig zweimal, also es fällt nicht auseinander oder so, es bleibt dann so, bläht vielleicht ein bisschen auf. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet, weil ich das natürlich dann auch in so einem Beutel mit drin hatte. Und dadurch, dass das hier in diesem Ananas-Erdbeer-Dingens drin ist, hat das so leicht diesen Geschmack auch angenommen. Und deswegen schmeckt es nicht so nach purem Pu-Er-Tee. Und im Internet steht, dass dieser Tee unterstützend sein kann bei Schlankheitskuren. Dass es sein kann, dass es den Cholesterinspiegel nach unten macht. Ne? Also die sagen im Internet natürlich auch mal kann. Ne? Also muss jetzt nicht bei jedem sein, das kommt ja wahrscheinlich noch auf den eigenen Organismus irgendwie so an. Auf jeden Fall ist dieses Teufelszeug richtig gesund. So, und jetzt habe ich gerade schon gesagt, es kann sein, dass ihr in so einem Tütchen so ein Ding findet. Denn, und da muss ich jetzt auch mal ausholen, der Tee beim Teewicht. Ich habe schon Fotos gesehen. Ich war natürlich noch nie da im Lager. Vielleicht kommt das nur irgendwann, dass ich da mal hinfahre und mir das mal alles angucke. Aber ich habe schon Fotos gesehen. Da sind natürlich Riesenbehälter, wo immer die ganzen einzelnen Tees sind. Und dann, man mag es kaum glauben, es ist keine Maschine, die den Tee füllt, sondern, und ich möchte das echt mal richtig lobend erwähnen, weil ich nämlich schon gesagt habe, ich hätte noch nicht mal Lust, eine Probe zu packen, weil ich für sowas viel zu nervös wäre. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, der Teewicht geht dann mit einer kleinen Schaufel hin, nimmt Tee, wiegt den auch ab. Jede Probe wiegt er ab und füllt den Tee in diese Tüten rein, genauso natürlich auch in diese. Und wenn dieser, die 8 Schätze des Shaolin hergestellt wird, ist es so, der Teewicht stellt ja diesen Tee nicht her, der bekommt den ja auch von Zulieferern. So, und die mixen jetzt hier diese 8 Schätze, da sind dann halt, da ist Grüntee, China, Sencha, Gunpowder, Chanmi, weißer Tee, Grüntee, Lungching, Snow, Bud, Pillow, was weiß ich, wie die alle heißen. Da geht ja der Hersteller hin und mischt diese ganzen einzelnen Seiten, dann kommt das in so eine Maschine rein, dann wird es gerüttelt. Und dann sagen die jetzt auf so und so viel Kilo Tee kommen jetzt 10 von diesen, wie heißen die? Mini-Tuo-Tee. Ne? Also ich habe jetzt mal einfach nur so eine Zahl genannt. Wie viele jetzt genau drin sind, weiß ich nicht. Und der Teewicht bekommt ja diese ganze Mischung, wo halt dann so ein paar von diesen Dingern drin sind. Und dann geht er mit der Schaufel rein, wiegt diese 50 Gramm ab, verschließt das Ding. Jerry rastet gerade aus. Ich weiß nicht, was sie jetzt hat. Und wenn ihr Glück habt, ist so ein Ding bei euch in diesen 50 Gramm drin. Also nur, ich sage euch das nur mal, dass ihr euch nicht wundert, was ist das für ein Zeug. Wenn ihr das bei euch im Beutel findet, vielleicht habt ihr auch Glück und ihr findet sogar 2, je nachdem, wo die Schaufel da ja gerade so hingeht. Wenn ihr so ein Ding findet, dann könnt ihr echt voll happy sein, weil wenn man die einzeln kaufen würde, ich weiß gar nicht genau, ob der Teewicht die auch einzeln vertreibt.
Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr Interesse daran habt. Dann könnte ich vielleicht da so mit dem Teewicht mal drüber reden und sagen, vielleicht könnt ihr die auch einzeln verkaufen. Ich weiß, dass es das wohl gibt, aber ich weiß nicht, ob es beim Teewicht gibt. Ich glaube nicht. Aber wenn ihr sagt, boah, ich habe da voll Interesse dran und ihr könnt ja im Internet euch auch nochmal so ein bisschen erkundigen. Also Mini Tuo Tea. T-U-O und dann Tea. Ne? Wenn ihr euch da nochmal so ein bisschen schlau machen wollt und so, und wenn ihr die einzeln kaufen wollt, der Teewicht kann da bestimmt was machen. Aber wenn ihr die halt in diesen 50 Gramm findet, dann ja, schätzt euch glücklich, dann habt ihr richtig Glück gehabt. Und ich persönlich würde mich total freuen, wenn ihr dann einfach auf die Facebook-Seite vom Teewicht geht und dann mal so hinschreibt, juhu, ich habe ein Mini-Tuo-Tee gefunden. Vielleicht macht ihr ja sogar ein Foto davon oder so. Und mich würde echt mal interessieren, von den ganzen Kossi-Boxen, die da so geöffnet werden demnächst, ja, wie oft da so ein Mini-Ding drin ist. Ja, so. Und diesen Tee liebe ich abgöttisch, deswegen habe ich ja auch dann schon das Ganze hier umgefüllt. Und als das Paket heute ankam, habe ich mich noch mehr gefreut, als ich dann gesehen habe, oh, was ist das denn? Da gibt es auch, und das ist natürlich, wie gesagt, total gut wieder so fürs Büro, die 8 Schätze de Shaolin als Pyramidenbeutel. Yay, da sind drin, wie viel? Ich habe es jetzt noch gar nicht aufgemacht. 15 Stück. Ah, das ist oben hier noch so. Warte mal, ich guck mal eben. Wie ist das denn hier zugemacht? Ach, da müsste man jetzt ein Messer haben. Habe ich jetzt nicht. Kriege ich das trotzdem auf? Die sind bestimmt auch so genauso einzeln eingepackt. Die mache ich mir eh in eine andere Dose rein. Also von daher reiße ich mal eben die Verpackung auf. Bin jetzt so neugierig. Also, okay. So sehen die aus. Aber da wird natürlich nicht dieses Mini-Tuo-Tee drin sein. Und ja, cool. Freue ich mich voll drüber. Echt, weil ich liebe diesen Tee einfach. Und ja, der unterstützt mich jetzt beim Schlankwerden, beim Cholesterin senken. Obwohl, der ist in Ordnung. Haben wir neulich Blut abnehmen lassen. Alle Blutwerte waren in Ordnung. Ja, vielleicht auch, weil ich so viel Tee trinke. Wer weiß, ne? Ja, das ist die Kossi-Box. Die normale Kossi-Box. Ich bin aber noch gar nicht am Ende. Also, ihr bekommt diese Kossi-Box so, wie ich euch die jetzt vorgestellt habe. Ihr könnt aber auch wieder sagen, ich finde den Tee in der Kossi-Box interessant. Die Box möchte ich aber nicht haben. Dann kauft ihr nur den Tee. Das gibt es auch als Set. Steht alles da auf der Internetseite. Und ihr könnt auch sagen, den Tee finde ich nicht so interessant, aber die Box finde ich schön. Dann könnt ihr auch die Box kaufen. Ihr könnt dann auch, das gehört aber nicht mehr zur Kossi-Box dazu, aber die gleiche Box, wie in groß, nur dann in viereckig, so, ne, die Originalbox. Und dann gibt es die auch nochmal in klein. Und die hat dann auch so einen Klappdeckel. So sieht die aus. 50 Gramm, ne, könnt ihr dann auch noch dazu kaufen. Und wenn ihr jetzt sagt, ich möchte gerne die Kossi-Box Deluxe haben, dann gibt es die diesmal auch. Und da habe ich mich nämlich auch total drüber gefreut, denn passend zur Kossi-Box gibt es auch wohl die schöne Tasse. Yay, so sieht die aus. Und ich habe die schon eine ganze Zeit lang. Ich habe da schon ganz viel Tee raus getrunken und ich wollte so oft schon so für Instagram oder so immer mal so ein Foto machen. Ne? Wenn ich jetzt ein Buch gelesen habe oder so, mache ich das ja gerne, dass ich mal so ein Buch mit meiner Teetasse dann fotografiere. Da habe ich immer gedacht, nein, aber ich muss es ja noch geheim halten. Ich darf es ja noch keinem sagen. Und wenn ich ja so ein Foto poste, dann fragt ihr ja immer direkt, was ist das für eine Tasse? So sieht die aus. Die ist wunderhübsch, oder? Die ist richtig, richtig schön. Ach so, und übrigens gibt es auch hierzu demnächst eine Tasse. Das dauert aber noch ein paar Wochen. Die wird auch diese Größe haben. Das sind so 300 Milliliter. Ich habe die auch schon auf dem Foto gesehen. Die sieht total schön aus. Da sind dann, ich glaube, die ist weiß. Warte mal. Ich glaube, ich habe das ja hier irgendwo auf dem Handy. Die ist weiß, meine ich, und hat dann halt die Sterne in farbig. Moment, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ich guck mal eben, ob ich das jetzt so finde. Das hatte der Teewicht mir nämlich da, genau, auch fotografiert. Die sieht so aus. Und die ist auch voll schön. Und wie gesagt, das sind dann auch so 300 Milliliter. Aber die gibt es im Moment noch nicht, sonst hätte ich euch die natürlich jetzt gezeigt. Ja, ach so. Und jetzt noch das Wichtigste. Warum nämlich das alles jetzt hier so lange gedauert hat? Ihr habt mich ja schon zu Tode gefragt, wann endlich diese Kossi-Box kommt. Und meine Haare, die nerven mich heute echt. Ich muss die irgendwie abschneiden, glaube ich. Mich nervt das immer hier mit dieser Seite. Immer wenn ich runtergucke, dass ich die dann nur... ihr habt mich ja schon hier tot gefragt, wann kommt die Kossi-Box. Und dann hatte ich euch ja schon mal so alles erzählt. Und ja, und das ist alles so viel Vorbereitungszeit. Für mich ja natürlich nicht, ne? Ich habe euch schon mal gesagt, ich setze mich hier nur hin, mache ein Video, lade das hoch. Die Arbeit hat ja der Teewicht dann, ne? Die haben natürlich jetzt, das ist ja schon die dritte Kossi-Box.
Und die wissen ja im Moment jetzt auch schon oder mittlerweile um den Zulauf, den es gibt. Also die Cosi-Box ist ja gefragt wie sonst was. Natürlich haben die schon Milliarden Cosi-Boxen fertig gepackt. Das hat natürlich auch alles Zeit beansprucht und deswegen haben wir dann schon so einen Termin dann ausgemacht, dass ich dann und dann das Video hochlade, wenn diese Milliarden von Cosi-Boxen schon mal fertig gepackt sind, damit natürlich der Tewig dann, wenn ihr die alle bestellt, nicht erst dann anfängt, die zu packen, weil das ist ja so ein Aufwand. Aber das war eigentlich nicht der Grund, warum das so lange gedauert hat, sondern ich habe gesagt, ich möchte gerne, wie halt neulich mal da diese Kieselsteine und Möweneier, die wir da ja schon mal in der Cosi-Box drin hatten, habe ich gesagt, ich möchte gerne noch irgendwas anderes da so drin haben. Und Cupcakes gibt es nicht, also die man jetzt so verschicken könnte. Die müssen ja mal frisch sein, sowas kannst du natürlich da jetzt in so eine Cosi-Box nicht machen. Aber ich habe gesagt, so irgendwas Schönes an Gebäck hätte ich gerne da so drin. Und dann haben wir auch ein bisschen gebrainstormt und der Tewig hat ein bisschen geguckt und hat mir gesagt, guck mal, wir könnten dies und das und jenes machen. Dann habe ich gesagt, das ist eine super Idee. Muss ich das jetzt aufmachen? Wenn ich das aufmache, muss ich das essen. Aber ich will das jetzt nicht essen. Das ist so gefährlich, wenn ich es jetzt aufmache. Dann esse ich das bestimmt auf. Aber ich zeige euch das einfach mal so. Auf jeden Fall gibt es jetzt noch knusprige Butterwaffeln. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ja, mein Gott, ja, hier so eine kleine Packung. Da sind 3, kennt ihr aus der Eisdiele. Aber die sind richtig frisch gebacken, extra für euch jetzt. Deswegen hat das Ganze so lange gedauert. Das sind so, die gibt es oben im Norden viel auch. Oder zum Kaffee oder so. Das sind so richtig knusprige Waffeln. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, aber was hat da so lange dran gedauert? Weil die wurden echt extra hergestellt für den Tewig, denn hier ist auch ein Etikett drauf. Das sieht so aus. Und das ist da auch nicht so, dass da jemand sitzt, der mal eben das Etikett herstellt und dann mal eben druckt und da draufklickt oder so. Da steckt ja wirklich eine ganze Maschinerie dahinter, was ihr alles gar nicht so mitkriegt. Und ich ja normalerweise auch nicht. Ich freue mich jetzt gerade nur immer, dass ich so einen kleinen Blick hinter die Kulissen so bekomme und sehe, mein Gott, wie viele Leute da miteinander arbeiten müssen und kommunizieren müssen, dass dann diese Produktion zustande geht und dass das alles so hergestellt wird, wie der Tewig das gerne hätte und so. Und dass es dann echt so aussieht mit diesen Cupcakes da drauf und so. Alles ist halt alles eine logistische Herausforderung. Und der Tewig hat es aber super gemeistert. Also Milliarden von diesen kleinen Päckchen liegen jetzt auch beim Tewig, beziehungsweise schon in der Cosi-Box. Und das gehört dann noch dazu. Und das bekommt ihr dann als kleines Gadget quasi noch da so ein. Und das war eigentlich der Grund, warum es dann letzten Endes so lange gedauert hat. Weil die wirklich erst gestern beim Tewig angekommen sind. Und der Tewig hat mir das ja dann alles geschickt. Und deswegen sind die da jetzt so drin. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich alles, ne? Achso, nee, und dann ist ja immer noch eine Leseprobe drin. Da habe ich jetzt mal gerade die hier, da sind aber auch immer verschiedene. Da haben wir hier von Rebecca Martin, Der entschwundene Sommer. So sieht das aus. Ja, Leseproben kennt ihr, ja. Und das kommt auch sehr gut an bei euch. Und ja, da habt ihr mal auch was zu lesen, wenn ihr dann so die ersten Tees probiert aus der Cosi-Box. Ich bin so gespannt wieder auf das Feedback von euch. Bis jetzt kamen ja alle Boxen immer gut an. Zumindest hat mir keiner geschrieben, Cosi, das hast du da für einen Tee ausgesucht. Also viele, viele Teeträger waren total begeistert von den anderen Cosi-Boxen und ich hoffe, ihr seid das jetzt auch wieder. Ich bin es auf jeden Fall und wie gesagt, ich freue mich ja selber, dass ich hier die gefüllte Cosi-Box jetzt für mich auch nochmal habe und die ganzen Tee auch nochmal trinken kann. Ich freue mich total drauf. Und dann fange ich ja auch schon bald irgendwann an mit den ganzen Sommertees, die ich dann teste. Wobei es jetzt im Frühling nicht so schlimm ist, Sommertees zu trinken. Also letztes Jahr im Sommer fand ich es extremer, Weihnachtstee zu testen, was ich ja gemacht habe. Ne? Bei 30 Grad im Schatten habe ich hier meine gebrannte Mandel getrunken. Den ich übrigens, also gebrannte Mandel ist immer noch mein absolutes Highlight. Also den habe ich wirklich, also wenn ich sage literweise, ich trinke ja immer literweise Tee, aber den habe ich getrunken bis zum Erbrechen. Ich glaube, jetzt kann ich ihn auch nicht mehr sehen, weil ich zu viel davon getrunken habe. Ne? Aber gebrannte Mandel, Kirmesmandel, diese Richtung, oh, ich habe den so geliebt oder ich liebe den auch immer noch. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr Weihnachten, wenn ich den wieder trinken kann. Ja, und dann werde ich halt... Ich muss jetzt so lachen, weil die Jerry, oh, wenn ihr die jetzt so sehen könntet. Aber ich kann jetzt die Kamera nicht dahin machen. Oh, das ist so süß. Die liegt so auf der Seite. Ne, und dann hat die so die Augen zu. Und wenn ich jetzt gerade aufgehört habe zu reden, hat die aufgemacht. Und dann habe ich geguckt, dann hat sie wieder zugemacht. Die ist clever, ne? Immer wenn ich da jetzt so hingucke, macht sie die Augen wieder zu. Was ist denn mit dir? Ja, komm mal her. Ja, komm. Jetzt kommt sie. Ja, aber ich kann sie jetzt eh nicht hochheben, weil dann rennt sie ja weg. Och, Süße. Hm?
Ja, was denn? Hört ihr das? Ich habe auch noch Fenster auf, da fahren gerade die Autos noch so her. Ich möchte auch Tee. Möchtest du Tee? Na klar, hat sie gesagt. Habt ihr das gehört? Ja, gut. Ja, wenn ich dich jetzt auf den Arm nehmen könnte, dann könnte ich dich mal in die Kamera zeigen, aber das willst du ja nie. Du willst es nicht. Dann haut sie nämlich ab. Hm? Ja, siehst du? Wollte ich jetzt gerade machen, aber Jerry ist so kamerascheu. Ja, Entschuldigung. Also eigentlich ist es hier schon bald ein Blubber-Blabber-Vlog und gar kein Tierwicht-Video mehr. Habe ich denn jetzt noch irgendwas vergessen? Ich habe so Angst immer, dass ich dann das Video so beende und dann habe ich doch irgendwas vergessen. Ja, ich habe was vergessen. Oh mein Gott, das Wichtigste, gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Das aller Wichtigste habe ich vergessen. Und zwar, als kleines Dankeschön vom Tierwicht, weil halt diese Kossi-Boxen und so gut bei euch ankommen, hat der Tierwicht gesagt, wenn du möchtest, Kossi, dann kannst du auch ein bisschen was verlosen. Und da habe ich natürlich nicht lange überlegt. Und ich freue mich ja selber immer so, wenn ich euch irgendwas schenken kann. Und deswegen darf ich euch jetzt sagen, dass ihr, oder dass drei Leute von euch, Überraschungsboxen gewinnen könnt. Keine Kossi-Box, also da wird wahrscheinlich nichts drin sein, was ich euch jetzt hier so gezeigt habe, sondern irgendwas anderes, wovon ich selber auch noch nicht weiß, was es sein wird. Das macht der Tierwicht und alles mit Liebe. Also die Leute, die schon beim Tierwicht bestellt haben, werden das ja auch sehen, dass immer die Pakete auch alle ganz liebevoll verpackt sind und so. Und ich weiß auch, dass manche Leute, die beim Tierwicht arbeiten, mit dem Tier reden. Ich weiß das, das ist so. Und ich finde das total schön und ich mag das einfach, dass dieses, ja, dass diese Firma so herzlich ist. Und das ist mir zum Beispiel auch total wichtig, sonst würde ich das alles hier überhaupt nicht machen, wenn das nicht irgendwie passen würde. So, und der Tierwicht macht dann drei Überraschungsboxen, wo ganz viel Tee drin sein wird. Es kann sein, dass irgendeine Tasse dabei ist, dass Teedosen dabei sind oder so. Irgendetwas, wovon ich, wie gesagt, selber noch nicht weiß, so was drin sein wird. Ihr könntet dann, oder die Gewinner könnten dann, wenn ihr Lust habt, dass, wenn ihr bei Facebook seid, könnt ihr das da posten. Und wenn ihr nicht bei Facebook seid, dann könnt ihr vielleicht dem Tierwicht einfach eine Mail schicken mit einem Foto nochmal, so wo ihr, guck mal, das ist die Box, die ich gewonnen habe. Und dann könnt ihr es bei Facebook hochladen, damit dann das jeder auch so sehen kann, was man da gewinnen kann. Und ich hatte mir als Frage auch natürlich was überlegt. Und zwar habe ich euch, ich habe euch schon mal gefragt, wenn ihr jetzt einen Tee herstellen könntet, wie der dann aussehen würde, was da so drin sein würde. Das hatten wir alle schon mal gemacht. Aber jetzt würden mich einfach nur mal so Namen interessieren. Über Namen musste ich mir nämlich vor kurzem auch Gedanken machen. Verrate ich euch jetzt aber noch nicht. Hat auch mit dem Teewicht zu tun und mit mir. Aber ich werde es noch nicht verraten, ich halte alles ganz streng geheim. Auf jeden Fall musste ich mir auch mal so Gedanken machen und ich bin da auch zu einem guten Entschluss gekommen. Aber mich würde interessieren, wenn ihr jetzt einen eigenen Tee hättet schon, euer Lieblingstee, keine Ahnung wie der heißt jetzt, oder ich sag mal, ist jetzt irgendwie ein Erdbeertee oder wie würdet ihr den nennen? Und damit meine ich jetzt nicht Erdbeertee, sondern süße Träume. Ich wollte jetzt so ganz Tolles mir ausdenken und gerade fiel mir nichts ein. Also so, ne? Weißt du? So, ihr wisst schon, wie ich das meine. So, oder Zauberpunsch. Oder Sternenhimmel. Oder Kerzengedönse. Ich weiß es nicht, mir fällt es nicht an. Aber so, ich möchte gerne von euch wissen, wenn ihr einen Tee selber benennen könntet, wie würdet ihr den nennen? So, dass andere Leute auch vielleicht sagen, boah, das ist ja ein cooler Name. Da gibt es zum Beispiel beim Teewicht einen Gassigea. Heißt der, ich weiß gar nicht, ist glaube ich ein schwarzer Tee, ne? Aber ich hatte am Anfang immer gedacht, das ist bestimmt so einer zum Entwässern. Gassigea, so voll witzig. Oder die haben zum Beispiel auch John Lennon. Nee, ach Quatsch, nein, jetzt habe ich genau falsch gesagt. John Lemon. John Lemon. Finde ich total gut. Also ja, auf solche Sachen stehe ich. Und wie würdet ihr euren Tee nennen? Das ist die Gewinnspielfrage und das Gewinnspiel findet statt in meinem Blog, den werde ich auch unter dem Video verlinken. Also hier bitte nicht die Gewinnspielantwort oder so hinschreiben, sondern nur in meinem Blog. Und dann schreibt ihr es dahin und gleichzeitig schickt ihr mir eine Mail an kossi@kossis-welt.de. Und dann lose ich nach einer Woche, also am 28. geht das Video online und das Gewinnspiel geht dann genau eine Woche. Und zwar bis zum 7. Nee, machen wir mal 8.
8. ist ein Samstag, gut. Bis zum 8. März geht dieses Gewinnspiel dann, 23.59 Uhr. Und am 9. März, an dem Sonntag, werde ich dann die drei Gewinner posten in meinem Blog. Und dann schickt der Teewicht euch ganz schnell dann die Überraschungspäckchen oder Pakete zu. Und dann könnt ihr euch freuen. Ja, vielleicht ist das was für Menschen, die den Teewicht noch nicht kennen, aber vielleicht gerne kennenlernen möchten. Ne? Die könnten natürlich jetzt mitmachen. Kann natürlich auch jeder mitmachen. Jeder. Und wenn ihr noch nicht 18 seid, dann schreibt bitte dazu, Mama und Papa sind einverstanden, dass ich mitmache, weil nicht, dass ihr nachher den Tee gewinnt. Und dann schimpfen eure Eltern und sagen, meine Tochter durfte das gar nicht oder so. Müsst ihr das dazu schreiben, ne? Wenn ihr noch nicht 18 seid. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und ich gucke jetzt wirklich nochmal alles. Jetzt habe ich aber auch alles. Dieses Video ist bestimmt jetzt eine Stunde lang, ne? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Ist doch egal. Ich weiß ja, ihr guckt das gerne. Okay, also, das war jetzt die Kossi Frühlingsbox 2014. Und ich wünsche euch viel Spaß, wenn dann der Tee bei euch ankommt. Beim Probieren natürlich auch. Ich freue mich wahnsinnig über euer Feedback, wenn ihr mir schreibt, boah, Kossi, voll gut ausgesucht, das fein gemacht und so. Ja, so ein bisschen loben dürft ihr mich gerne auch. Kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, nee, ist überhaupt nicht mein Fall. Klar, könnt ihr mir natürlich auch schreiben. Ne? Nur weil ich jetzt diese Teesorten mag, heißt es ja nicht, dass alle die dann mögen. Aber ich würde mich auf jeden Fall wie immer auf Feedback freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen, frühlingshaften Tag. Im Moment scheint hier die Sonne, heute Morgen sah es gar nicht so aus. Ich erfreue mich übrigens immer noch so, ich zeige euch das mal. Habe ich letzte Woche nämlich geschenkt bekommen und ich erfreue mich da total dran, weil ich die voll schön finde. Die sind jetzt schon so ein bisschen aufgegangen. Oh, sind die nicht schön. Ich liebe Tulpen. Sind so schön. Und dieses Grünzeug, weiß ich jetzt nicht mehr, wie es heißt, Heidelbeerkraut, hat mir sogar jemand geschrieben. Die hat sich nämlich da informiert, weil sie wusste das oder so. Und die kann man abschneiden, wenn die Tulpen verblüht sind und dann kommen da so kleine Blüten raus. Ich wollte das mal ausprobieren, obwohl ich ja keinen grünen Daumen habe. Ne? Aber die sind voll schön. Ne? Ach, der Frühling ist schön. Ich liebe Frühling und Herbst und alles. Ja, alles nicht. Sommer ja nicht so. Winter geht so. Obwohl, der war ja sehr mild. Und ich erzähle schon wieder. Ich komme von 90 auf Stöckchen. Ich höre jetzt auf. Das war's und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis dahin und tschüss.